So, heute mal wieder ein Movie von mir. Und zwar, falls euch meine Movies gefallen, ihr könnt ein Abo dalassen. Like, sowieso. Und wer genau wissen will, wann ich online komme, sollte die Glocke noch betätigen. So, wir gucken mal raus. Es sieht zwar nicht so interessant aus heute, aber wenn es mal nicht so warm wird, wäre es auch okay. Ja, hier mal wieder die dunkle Seite. An sich kann ich nur immer wieder sagen, mir gefällt das sehr, sehr gut hier. So, ansonsten müssen wir heute mal, also die ja täglich meine Movies gucken, wissen, dass meine Laufschuhe kaputt sind. Aber wir haben noch die Wasserrechnung, also müssen wir mal gucken, ob die bezahlen wir. Also gehen jetzt runter, fahren wir 4.100, ob wir die bezahlen können. Ansonsten wegen den Schuhen, ja, das machen wir später alles. Dann will ich noch ein paar lustige Aufnahmen machen. Ich sag mal nur Frauenboxen, Paris. Ich werde es demnächst veröffentlichen überall. Ich habe mir so einen groben Plan gemacht und ja, da werden wir mal sehen. Ich muss mir die Perücke aus dem Auto holen. Also es ist so, ich habe ja eine Perücke im Auto. Die habe ich mir mal vor Spaß gekauft. Für 100 Baht. Und im Prinzip eigentlich nur, wenn ich mal Leute abhole vom Flughafen, dass da ein bisschen lustig ist. Ich mache mir dann meistens so ein Schild, wer da kommt, und dann gehe ich so von der Seite ran und kann ich helfen, und da ist immer ein Riesenspaß. Deswegen habe ich das eigentlich so gemacht, weil ich ja ein Verlustiger bin an für sich, ne? Das kommt wahrscheinlich nicht so rüber bei YouTube, aber mit mir kann man schon fertig stehen und Sachen machen. Also, ich gehe jetzt mal runter und dann gucken wir mal, ob wir es bezahlen können und wie wir es bezahlen können. Und dann melde ich mich nochmal. So, hier ist er nochmal. Perücke, Rechnung, und da sind die Bösewichte. Ich habe schon gesehen, die Trennschleifer und. Ja, ist so, wie es ist. Ich habe trotzdem gegrüßt, alles okay, sie müssen auch ihre Arbeit machen und Geld verdienen. Hier wird überall gekloppt und gemacht und getan, es ist Wahnsinn. Also, wir gehen mal rein, bezahlen mal sehen, wie wir es hinkriegen. Es ist ja so, dass... Hat man schon auf? Ja. Yeah. Es ist ja im Prinzip so, dass ich da mit den Zahlungen nicht immer so zurechtgekommen bin, dass wir das mit dem Vormieter so gehandhabt haben, dass er immer alles bezahlt. Und wenn er dann im halben Jahr kommt, ich ihm das Geld Cash gebe. Jetzt haben wir jetzt natürlich so vereinbart, weil er will mit der Wohnung ja gar nichts mehr zu tun haben die nächsten 5 Jahre. Er sagt, ja, du kannst umsonst drin wohnen 5 Jahre und dann gucken wir mal. Und ja, aber er will damit nichts mehr zu tun haben mit den ganzen Rechnungen. Die anderen Rechnungen, die kommen, also das ist Wasser und Sonstiges, wie hier mal zum Beispiel 1200, also 20 Baht noch was für einen Fahrstuhl, der war ja kaputt. Das war insgesamt 1245, das wird aufgeteilt durch alle Mieter. Und somit, ja, gehen wir mal rein und fragen mal, ob wir bezahlen können. Also, ich würde sagen, bis gleich. Tja, so ist es, keiner da, Office leer. Und das Konto wird ja angepriesen mit dem Kraftsportraum. Und den gucken wir uns mal ganz schnell an, ja. Also es ist natürlich so, hier geht's hoch, das ist so ein Aufenthaltsraum, wenn mal Partys sind, Essen oder Sonstiges. Hier ist das Office, hier muss ich meine Pakete holen. Und hier sitzt normalerweise ein Mann und eine Frau drinnen her.
Aber die werden wahrscheinlich noch nicht da sein. Es ist 9.03 Uhr. So, ansonsten. Gehen wir hier mal in unseren super perfektionösen Kraftsport rein. Ich muss ganz ehrlich sagen, also wir haben hier ein paar Hanteln da, aber ihr seht ja selber, hier scheint auch jemand was zu machen, aber das ist ja völlig im Eimer. Also das Gerät ist neu. Ich denke mal, das wird sich irgendjemand bestellt haben und wollte es nicht mehr, und hat es dann hier runtergestellt. Ansonsten, ja, das Fahrrad, das wird wahrscheinlich kaputt sein. Da dachte ich mir schon so, oder? Oh, geht gerade so. Ansonsten, ja, es sieht alles ein bisschen komisch aus. Gehört das hier zusammen? Ist das hier am Fahrrad mit dran und rausgebrochen? Ja, ich kann es euch nicht sagen. Ihr seht, wie es hier aussieht, der Kabelturm. Ich würde sagen, ist nur noch ein Turm mit irgendwelchen Kabeln. Da wird wahrscheinlich gar nichts mehr gehen hier. Das hängt hier so rum. Ein super Pomfer Chineses. Nicht hochmodernisches, nicht elektrisches Laufrad. Der sieht echt cool aus. Komm, wir gehen mal drauf. Ja. Hilfe! Ein pomfortunöses neues Superfahrrad. Ja, das Einzige, was geht, ist wahrscheinlich die Handelbank, aber wenn ich ganz ehrlich bin, möchte ich auf die Handelbank nicht drauf gehen. Also, wie gesagt, ich wollte die Rechnung bezahlen. Ich werde wahrscheinlich hier noch zwei, dreimal runter müssen, um die Leute dann mal zu erwischen. Da kann auch sein, heute ist Donnerstag, heute ist gar keiner da. Muss ich es morgen machen? Ich habe wieder alles vergessen. Hier, ich zeig's euch. Also, wie immer. Ich nehme mir vor, dass du bezahlst und dann klappt es nicht. Aber das wird schon seine Gründe haben. Es ist jetzt nicht so schlimm. Ich könnte das so ein paar Tage später bezahlen. Demzufolge alles easy. Also ich kann mir da auch ein bisschen Zeit lassen. Wenn ich es nächsten Monat bezahle, übernächsten Monat, wäre alles okay. Aber wir wollen es nicht so auf die lange Bank schmieren. Deswegen gehen wir jetzt schnell in die Werbung. Und dann gucken wir mal hier schnell noch. Wir müssen aufpassen, wir haben hier mal eine Schlange gesehen, eine giftgrüne, die dann zack, zack hier rein ist. Eine Hummel. Also wie gesagt, Werbung. So, hier ist er wieder. Er macht sich mal die Spur, es ist 11.21 Uhr. Und ja, wir müssen ein paar Außenaufnahmen machen, beziehungsweise wollen wir heute nochmal nach den Turnschuhen gucken, da will ich ja auch Aufnahmen machen. Also ich habe jetzt knapp 3 Stunden Zeit. Ich gehe von 3 Filmen aus, weil ich muss ja dann Otto wiederholen. Ich möchte nicht in Zeitdruck gelangen, deswegen immer schön sabai sabai, ciao ciao. Slowly, slowly, langsam, langsam und nur keine Hektik aufkommen lassen. Guckt euch das Wetter an. Einfach nur geil aus, sag ich. So, wir werden mit dem Moped losdüsen, sag ich. Und dann sehen wir uns etwas später. Also, noch in der Werbung oder sowas, ihr werdet sehen. So, hier ist er mal wieder. Und zwar, jetzt habe ich gerade ein paar Filmchen abgedreht. Und zwar ist es so im Prinzip, dass
wollte ich euch jetzt nur mal mitteilen. Es ist so, dass die Polizei wieder mal nicht so kein Geld hat und deswegen jetzt gerade viel unterwegs ist, gerade die Motorbikes. Es ist so, dass man ja hier normalerweise ein Stückchen Freifläche hat, wo die, also an der Ampel, die Autos parken, dann hat man so 2 Meter Freifläche. Das ist nur für die Mopeds. Allerdings parken die Autos auch immer da, wo es, ihr wisst schon, und dann parkt man eben auf den Fußgängerüberweg. Da wird sehr, sehr viel Wert drauf gelegt, dass das nicht mehr so ist. Ansonsten ist es natürlich immer mal wieder so, dass, wie es mir eben passiert ist, ich stand in der Säule 7, da ist eine Ampel. Ich habe auch gehalten, also es war rot, ich habe gehalten. Und im Schnitt ist es so, dass alle eigentlich so 2 Sekunden, bevor es auf grün umschaltet, dann man losfährt. Vor mir war ein Taxifahrer, der ist losgefahren. Ich muss hier irgendwo, ich probiere mal da, der ist losgefahren. Da waren noch 2 Sekunden. Ich dachte, er fährt hinterher. Und ja, 200 Meter weiter kam die Polizei. Stopp, 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 stopp. Und hat natürlich gleich gesagt, du bist bei Rot gefahren. Und ich muss Strafe zahlen. So, ich denke mir, das kostet zwischen 400 und 800. Deswegen, ich war gleich höflich, ich war gleich nett, ich habe meine Diving-Lizenz hingegeben, habe mein Portemonnaie aufgemacht, ich hatte Gott sei Dank nur 160 Baht dabei und habe ihn gleich gefragt, ob er das so regeln könnte. Ich habe jetzt nur so viel dabei, ob ich ihm das geben kann, und dann kann ich schnell weiterfahren. Ja, er sagt, Moment, Moment, weil zwischenzeitlich hat noch ein anderer Polizist kurz gehalten. Und dass der das natürlich nicht mitkriegt, hat er sich mit mir so unterhalten und hat getan, als ob er was aufschreiben tut. So, es ist so, ja, er hat die 160 Baht genommen. Wir brauchen nicht rumeiern, ich bin selber dran schuld. Wer sowas macht, er muss bestraft werden. Allerdings, wie gesagt, habe ich das noch so schnell hingekriegt, dass ich mit ihm reden konnte und dass ich nur 160 bezahlt hätte, habe. Im Normalfall wäre es natürlich so, ihr kriegt einen Strafzettel, er behält eure Fahrerlaubnis ein, ihr müsst auf die Polizeistation fahren, müsst warten. Ihr braucht eigentlich sofort hinfahren, eigentlich könnt ihr am nächsten Tag hinfahren, aber das nach der Werbung. Also ihr könnt auch am nächsten dahin fahren. Das ist in Thailand kein Problem, wenn irgendjemand was sagt, ihr habt ja den Zettel dabei, sagt ihr, die Fahrerlaubnis ist da und da. Also auf jeden Fall müsst ihr dann dorthin fahren, müsst ihr das Geld bezahlen, dann kriegt ihr eure Fahrerlaubnis wieder. Ja, selber schuld kann ich nur sagen. Ich könnte mich ohrfeigen. Auf der anderen Seite habe ich mal wieder Glück mit meinem Charme. Oder mit seiner Geldnot, dass er die 160 Watt genommen hat und die Sache ist erledigt. Ich weiß nicht genau, wie viel es kostet. Ich denke mal 400 oder 600. Ja, ich wollte euch nur Bescheid sagen, passt auf. Ich habe in letzter Zeit schon die Polizei immer mal rumfahren sehen. Nicht mehr, dass sie irgendwo feststehen, sondern sie verstecken sich irgendwo mit dem Moped. Und wenn jemand bei Rot fährt, wird schnell hinterhergegangen. Ihr dürft auch nicht auf die Taxifahrer gucken. Die Taxifahrer haben im Allgemeinen einen Sonderstatus. Das ist hier so. Die dürfen mehr wie wir. Und wir als Walang, ja, ich würde mal so sagen, ein Thai wäre wahrscheinlich nicht hinterhergefahren, aber bei dem Walang ist schon mal Geld zu holen.
Ja, Pech gehabt, ist jetzt nicht mehr zu ändern. Ich werde Besserung geloben, werde natürlich jetzt immer erhalten. Es ist natürlich schwierig, weil manchmal ist es auch wirklich so, man hält und wartet nicht die, also es ist immer 2-3 Sekunden. Wir haben ja oben an der Ampel immer eine Sekundenzahl, wo es runterzählt. Und da kann es schon vorkommen manchmal, dass auch die Leute hupen bei 3 Sekunden. Also ich kann euch nur eins sagen, bleibt stehen, wartet und seid nicht so Trottel wie ich. Und wenn er ein paar Mark hat, steckt ihn zu und alles ist okay. Also in dem Sinne, ich weiß noch nicht, was kommt. Ich ärgere mich jetzt noch ein bisschen und Erwerbung oder sonstiges. Also, bye bye. So, hier ist er wieder. Und zwar waren wir jetzt noch mal im Zentralpattaya. In Supersport. Es ist so, ja. Wer meine Sportmovies kennt, weiß, das Gefummel mit der Binde und hin und her und rutscht und anhalten und wieder und da. Ich habe eine Armbinde, wer meine Movies kennt, weiß das. So ein Arm-Dings und dieses Gerät habe ich schon 7-8 Jahre. Es ist, ja, ich weiß nicht, ob es teuer ist oder nicht. Es kostet 600 Baht ungefähr. Und ja, das hält. Ich habe noch ein billigeres. Das billigere für Muay Thai. Die sind nach 2 Jahren kaputt gegangen. Und deswegen habe ich mich jetzt entschieden, mir ein neues zu holen. Also fürs Bein, fürs Knie. Wenn es links nicht hilft, hilft es rechts, ist egal. Und ich denke, das wird schon gut sein. Es ist so, es kostet 690 Baht. Allerdings habe ich mir vor vielen Jahren eine Karte ausstellen lassen hier für das Zentral. Und habe ich mir eine Karte ausstellen lassen fürs Zentral und habe jetzt nochmal 70 Baht gespart. Also ich habe 620 Baht bezahlt. Ohne Worte. Wie gesagt, ich habe 70 Watt gespart. Ja. Und ja, somit ist es jetzt gekauft und gut. Und wir gehen jetzt mal zum Moped. Und dass ihr das mal seht im Autohaus, wie das hier so manchmal mit dem Moped ist. Also, bis gleich. Also, hier ist er wieder. Es ist so, dass ich mein Moped im Schnitt immer gleich hier hinstelle. Ohne Zündschloss und somit ist alles okay. So, wir sind gerade rein. Er liegt schon wieder. Ansonsten war es wieder ein ganz schön anstrengender Tag. Ich bin insgesamt mit Rennen heute früh 12 Kilometer gelaufen. 15.000 Schritte und zum Schluss habe ich da fahren wir entspannt nach Hause, aber nein, wir haben noch mal einen riesigen Karton gekriegt. Also wer es lesen kann, N-O, ein gedachtes O und eine M. Nom. Also wir haben, die Lehrerin hat mich gefragt, ob Otto die Milch trinken kann, da habe ich gesagt ja. Und jetzt haben wir einen ganzen Karton Milch gekriegt. 48 Stück bei 200. 48 Stück, das sind ja über 2 Monate. Wir haben ja noch einen ganzen Karton. Ein ganzer Karton hier. Guck mal, was wir hier für Milch hier haben. Und guck mal, das ist doch viel was.
das denn? Ja, das haben wir auch noch. Warte doch mal, lass doch mal gucken. Hier. Das ist eine goldene Milch. Ja, Alter, was wir hier alles an Getränken haben. Und Milch, eine goldene Milch, ja. Also, Milch haben wir erstmal genug. Alles super. Und ich bin durch. Wir haben es jetzt 16.06 Uhr. Und jetzt wird wenigstens bis um 8 Uhr noch gearbeitet. Und zwischendurch mal schnell Abendbrot in 2 Stunden. Und dann werden wir sehen. Ich hoffe, meine Movies gefallen euch. Ich glaube, das ist das Ende. Werdet einfach glücklich. Ich bin schon wieder durch. Ey. Also. Bye, bye. Hallo, Leute. Das neue Video geht da! Oder zum Abonnieren da! Ja! Und das andere Movie da! Ja. Oder was da? Oder was da? Oder da? Oder da? Ja, irgendwo da ist es! Oder neues da. Movie! Oder da? Bitte auf Abo drücken und alle glücklich werden! Yeah! Und nicht vergessen! Abo. Abo. Abonnieren. Naja, irgendwo. Abo.